Everybody was nice, the party was bumping. And everybody open up. Foot and hole. Schäm dich, was zum Schämen. Schämen. Ja. Gut geschämt. Also ich habe meine zwei Hunde mit. Da, da zu der Rechten ist der Momo, der vierjährige Border Collie Rüde. Gell? Ja. Das ist der ältere von den zwei, macht Dog Diving und Trick Dog. Und zu meiner Linken, der gerade da flüchtet, das ist der Finn, das ist der jüngere. Der ist jetzt knapp über ein Jahr alt und macht auch schon Trick Dog ganz brav. Dogdiving ist praktisch ein Weitsprung ins Wasser, kurz erklärt. Der Hund nimmt einen Anlauf über eine Rampe und springt dann mit einem Schwung im Spielzeug hinterher ins Wasser. Bei der Europameisterschaft haben wir Gesamtweite, also da werden immer zwei Sprünge zusammengezählt, 12 Meter erreicht. Aber seine Einzelrekordweite im Training war 6,80 Meter schon. Also im Training hat er das schon mal weit gehabt. Und da hat es leider jetzt nicht so ganz funktioniert, ich weiß nicht, ob man es am Video sieht, weil dieser Steg wackelig ist. Und er hat einfach auf diesen Steger keinen Halt beim Absprung, weil es rutschig ist und er rutscht halt mit diesen Hinterbeinen ab. Und auf die Turniere oder auf diese Bewerbe hat man halt trotzdem so einen Wiesenrasen und die Hunde haben halt einen Halt, so eine Art Gummimatten. Und deswegen hat es halt leider da nicht ganz so gereicht auf die Weite. Aber Spaß hat es ihm trotzdem gemacht. Also ja, er wird das ja jetzt die ganze Zeit noch machen, während wir reden. Also, also er macht es irrsinnig Spaß, ja. Schau nach rechts, ja. Schau nach links. Fini, links, ja. Also der Finn, der macht irrsinnig gern, sein Lieblingstrick, den hat er von Anfang an gelernt, ist Peng. Also während dem Laufen, wenn man Peng schreit, fällt er um. Lauf rum! Komm zu mir, komm, komm! Und Peng! Peng! Ja! Also der Finn ist einer, der horcht richtig genau hin, was ich sage, und führt das auch wirklich ganz genau aus. Und wenn er einen Fehler macht, macht er den genau einmal. Und dann beim nächsten Mal nicht mehr. Und das ist halt trotzdem beim Finn ganz besonders, weil er einfach wirklich extrem aufmerksam ist. Also, obwohl er nur so jung ist, ist er wirklich in der Hinsicht schon echt brav. Ich habe mir das alles selbst erarbeitet mit dem Hund. Also ich habe angefangen mit Momo mit ein paar Tricks. Also es hat angefangen mit Rolle, Kriechen, Sitzpote geben, Schämen. Also es haben eigentlich mit diesen Kleinigkeiten angefangen und der hat es so schnell gelernt und der hat einfach Gefallen dran gefunden und man wächst auch durch diese Arbeit zusammen. Also wenn ich den Klicker schon rausgeholt habe und die Leckerlis und Spielzeug hat er gewusst, nein, jetzt werden wir wieder was lernen. Und das hat ihm einfach irrsinnig Spaß gemacht. Und da sind aus drei Tricks dann vier waren und dann fünf waren und immer mehr. Und dann haben wir halt einmal gewagtere Tricks probiert. Und der hat das alles mitgemacht und jetzt sind wir um die 60, 70 Tricks hat er circa drauf. Und macht ihm irrsinnig Spaß. Bussi? Bussi? Nein, komm her mal. Bussi. Danke! Oh! Es gibt schon Ziele eigentlich, aber die sind halt jetzt nicht sportliche Richtung, sondern eigentlich mein Ziel ist, dass ich meine Hunde eigentlich relativ lang habe. Also das ist eigentlich mein Ziel, dass wirklich lang gesund sind, dass ich es lang habe. Also das ist eigentlich mein Ziel.